Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1. Ich ziehe heute durch, denke ich. Ich hoffe, ich ziehe heute durch. Wir haben es 10.50 Uhr. Ein Part muss heute noch kommen und ich muss um 13.30 Uhr zur Arbeit. Von daher könnte eng werden mit durchziehen. Cutscene. Ich habe nicht gespeichert, glaube ich. Und da war ein Ort der Macht, glaube ich nicht, aber okay. Klingt spaßig. Oh Junge, ein großes Mistvieh. Können wir das mal eben platt machen? Wie tötet man das? Auf die Tentakel gehen oder? Ich würde ja prinzipiell sagen, im Wasser ist Feuer immer nicht so stark. Aber wir hacken auf jeden Fall erstmal die ganzen Tentakel ab. Wieso habe ich nicht Gruppenkampfstil? Moment, ich hätte übrigens gerne mal eine Schwalbe geschluckt. Ah, okay, man muss sich auch beeilen. Gut, das wusste ich nicht. Junge, sind die stressig, Alter. Ein Zeuge. Ja, schlag ihn doch! Ich brech immer zu schnell ab. Ich würde wirklich gegen Gruppenkampf hier kämpfen, weil es halt der einfachste Weg ist, diese Mistviecher zu besiegen. Okay, der Kampf ist relativ nervig, muss ich zugeben, weil man halt jedes Mal wieder diese Mistviecher besiegen muss. Ich hoffe, das ist nur ein dreiphasiger Bosskampf, dass man ihm nur dreimal wirklich Schaden zufügen muss. Hallo. Kein dreistufiger Bosskampf. RIP ich. Ja, wäre super, wenn du nicht im Weg rumstehen würdest. Bin ich ehrlich. Alter, wie oft denn noch, ey? Oh Junge, so ein langer Bosskampf. Okay, dann greif halt nicht nochmal an, du Bastard. Okay, dann greif halt nicht nochmal an, du Bastard. Meine Fresse, der war aber nervig, Alter. Und der droppt Zeugelgiftserum. Okay, immerhin. Immerhin was Seltenes. Gut. Was habt ihr gedroppt so?
Kohlen. Und Kohlen. Und Kohlen. Die auf der anderen Seite auch. Frage für einen Freund. Die auf der anderen Seite sind einfach weg. Okay, cool. Gut. Dann würde ich sagen, das ist 11 Uhr, ey. Ich bin echt schon lange auf. Ich weiß ziemlich genau sogar, wo wir sind. Glaube ich. Sicher bin ich mir da nicht. Alter Schwede. Nice. Dürfen wir dadurch inzwischen eigentlich? Nein, okay. Dann ab geht's nach draußen. Gott, halt doch bitte deine Fresse, Junge. Statt das Feuer zu bekämpfen, beten sie. Deine. Zeigt etwas Mitgefühl. Sie haben ihr Heim und ihre Liebsten verloren. Gebete helfen ihnen, ihr Schicksal zu akzeptieren. Auch viele Elfen trauern in diesen Tagen. Ja, wie wär's, wenn die nicht geistig... Okay, die sind einfach geistig komplett behindert. Zelote. Aus Luft, Feuer. Wenn wer hier dabei, der nicht geistig komplett voll behindert ist... Ich speichere mal eben. Okay, Kloster, sicherer Unterschlupf, Eingang zur Kloake. Ich wollte nicht auf Pause drücken. Ich guck mir erstmal alles an. Na, also hier geht's nirgendwo hin. Pack mal wieder das Schwert hier weg, danke. Das stresst mich jetzt nur. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wo wir sind. Das macht aber auch nichts. Rittermutant da oben. Würde ich gern bekämpfen. Ja, aber ich komme nicht so einfach zu euch hin. Okay. Da geht's nirgendwo lang, hier geht's nirgendwo lang. Also muss ich die hier mal zusammenschlagen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er läuft nur rum, um mich zu killen und nicht hier jetzt noch irgendwelche armen Leute anzugreifen. Leider hat mein Schwert inzwischen auch nicht mehr die schönen 60% Schaden drauf. Aber ich habe mir gleich noch 40 drauf, weil davon habe ich so viele. Ich habe die weggepackt, oder? Ne, habe ich nicht. Ich habe die behalten. Safe, oder? Ja, siehst du. Gönn. Gönn Schaden. Ich habe mit dem falschen Schwert gekämpft, okay. Ich sehe, warum die eben so lange gebraucht haben. Und das Schwert wird auch mal geschärft. Gut. Da geht's nicht weiter. Warum auch immer der temerische Soldat da unser Feind ist und die Ritter des Ordens nicht. Verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß jetzt sogar, wo wir sind. Okay. Zugegebenermaßen relativ lange gedauert. Hallo Rittermutanten. Speichern. Freunde. Komm mal her. Du halbes Hemdchen. Ja, greif ihn! Ich kann ihn nicht angreifen. Jetzt wollte er ihn angreifen. Also am Ende wird das Kampfsystem nochmal relativ beschissen, muss ich zugeben. Ich möchte da noch nicht rein. Es wird Zeit, das Kloster zu betreten. Ja, aber erstmal gibt's auch Fresse. Erstmal hauen wir ihn um, weil er braucht wieder das Schwert hier. Geiler Angriff übrigens. Und jetzt brauchen wir das Schwertchen hier. Bei Hunden aus irgendeinem Grund sind das immer noch Monster. Und das ist kein Monster. Klingt logisch, ne? Dass das da kein Monster ist. Schafft er ja wohl, ne? Okay. Dann würde ich sagen, tabern wir jetzt mal ins Kloster. Und hauen dem guten Herrn erstmal welche auf die Ohme. Speichern. Und nein. Ich möchte nicht lange labern, ich möchte ihm einfach nur auf Fresse geben. Bloide Asse! Er hat mich erwischt. Ihr verliert viel Blut. Das ist nicht gut. Geht weiter. Die Skoyatel werden sich um mich kümmern. Töte diesen Bastard, der Aldersberg. Geht! Ich komme zurück. Oh Gott, lass du Javin bitte nicht sterben, das wäre echt uncool. Netter Kerl. Freunde, ich werde euch platt machen.
Also bin ich ehrlich? Hallo Bastard. Halt! Kein Zutritt! Befehl des Großmeisters! Eine Sache von nationaler Bedeutung führt mich her. Verschwindet! Der Großmeister sucht die Einsamkeit. Ist mir egal. Ihr lasst mir leider keine Wahl. Kümmern wir uns erstmal um den anderen. Da zieht er seinen Dolch, der Bastard. Ich muss mich auf einen Kampf bis zum Tod vorbereiten. Wegen so einem schwachen Halbaffen? Gönn. Also jetzt mal ganz ernsthaft, der kann ja nicht übermäßig stark sein. So, speichern. Ich habe ein paar Schwalbetränke. Ich habe noch eine Weide. Werde ich auch brauchen, denke ich. Tür zum Gewächer des Großmeisters. Ja, komm, auf Fresse hauen jetzt hier. Jetzt gibt's hier eine gute Keile. Tret mal bitte die Tür ein. Seht mein Volk. Es schmaust an meinem Tisch, wärmt sich an meinem Feuer und strahlt vor Freude, dass es den Schrecken des Krieges entronnen ist. Wenn ihr denkt, ich ließe euch ungeschoren, nur weil hier Frauen und Kinder sind, irrt ihr euch. Ich habe nicht vor, euch zu betrügen. Der weiße Frost kommt näher, eine Katastrophe, die die Welt unter Schnee und Eis begraben wird. Jede Nacht träume ich von eisigen Einöden und dem Tod der alten Zivilisationen. Ich kenne Edlenes Prophezeiung. Die Katastrophe ist unvermeidlich. Könige führen Kriege, um ihren Einfluss zu vergrößern, während die Elfen zu Terroristen geworden sind und für eine verlorene Sache kämpfen. Die Welt braucht einen Erlöser, einen Mann der Stunde, jemanden, der Feuer in den Herzen des Volkes entfacht. Ihr, der Erlöser der Welt? Kommt, ich zeige euch etwas. Kann ich dir einfach mein Schwert in die Rippen hämmern, bitte? Würde mich sehr befriedigen. Die Menschen sind schwach und dem Bösen zugetan. Ich erschaffe einen perfekten, im ewigen Feuer gestellten Menschen. Seid ihr fertig? Denn wenn ja, ihr zweifelt? Ich hab das Schwert überhaupt nicht. Vorwurf. Auch ich hatte meine Zweifel, doch jetzt ist meine Vision stark. Er hat irgendeinen Übermenschen kreiert, richtig? Nicht sich, denke ich mal. Eiswüste. What the fuck? Hör mal, Freund. Ich sag das nur sehr gerne, aber ich werde dir so auf Fresse hauen. Jetzt steckt doch das Schwert nicht weg! Seht her, es wird euch wie Schuppen von den Augen fallen und ihr werdet verstehen. Ich denke nicht. Taschenspielertricks. Ich hätte mehr erwartet. Ihr haltet das für eine Illusion? Oh nein, Geralt, das ist es nicht. Wo sind wir? Seht selbst. Folgt mir. Oh, können wir denn nicht einfach die Birne abschlagen? Der erste ist Kaer Morhen. Ist das Kaer Morhen? Ich glaube nicht. Ihr habt die von Eis bedeckten Türme wie Simas gesehen. Versteht ihr jetzt? Nee, eigentlich nicht. Was faselt ihr da, der Aldersberg? Was wollt ihr? Das ist die Zukunft. Natürlich. Der weiße Frost hat die menschliche Zivilisation vernichtet. Das ist das Ende der Zeit. Verlässt uns der Mut? Kapitulieren wir? Niemals. Noch können wir unser Schicksal abwenden.
Spart euch eure Rhetorik für den Pöbel auf. Richtig. Begreift doch, der Orden und die Salamandra wollen nur die Menschheit retten. Jeder Verbrecher schützt edle Gründe vor. Richtig. Euch mangelt es an Demut. Ich werde sie euch lehren. Ja, Bruder, ich hack dich so auseinander. Das Schwert hab ich übrigens nicht. Er portet sich 800 Millionen Kilometer weit weg. Ich sehe schon, du wirst mich das lehren. Lass mich raten, jetzt kommt hier irgend so ein Mistvieh. Die sind ja niedlich. Den darf ich also Fresse hauen, oder was? Okay. Pass mal auf, kleine Mistviecher, ja? Darf ich die looten? Danke. Weil looten ist immer gut. Egal welcher Zeitpunkt ist. Ich hatte gehofft, wir können jetzt einfach gegen ihn fighten, aber nein, es dauert wohl noch ein paar Tage. Gut. Der Part ist ja noch nicht so vorangeschritten. Darf ich die Sachen hier kaputt machen? Nein, darf ich nicht, okay. Hier drin würde ich behaupten, ist Feuer stark. Gegen den Feuermagier Feuer zu benutzen ist natürlich eher kritisch. Hallo Triss. Hier erwartet euch das Unerwartete. Triss, wie kommt ihr denn hierher? Ihr seid stärker als der Großmeister dachte. Ihr habt mich herbeigerufen. Wie? Der Großmeister lud euch in eine Vision der Zukunft ein. Doch ihr habt auch eure eigenen Visionen und Geister mitgebracht. Was auch immer. Also ist das alles nicht real? Natürlich nicht. Dies ist mehr als nur ein Traum. Solltet ihr hier sterben, wäre euer Tod durchaus real. Ich begleite euch und stehe euch bei. Nur ein Schneesturm folgt uns. Und dahinter ist nichts als der Tod. Ist hier nicht kalt? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie böse ist. Also, dass sie von ihm eine... Warte mal. Sind das jetzt hier solche oder solche? Greif doch bitte an jetzt hier, meine Fresse. Und weg. Nicht weg? Okay. Jetzt. Das ist übrigens überhaupt nicht laut. Darf ich duden bitte? Danke. Darf ich? Danke. Ja, was sind das? Sehen. Okay. Habe ich, glaube ich, schon ein paar. Gut. Dann wollen wir mal fighten gehen hier. Da hinten kommen noch mehr. Der sieht übrigens sehr flüssig in seiner Bewegung aus. Darf ich die auf Fresse hauen, Junge? Also die Geräusche fucken mich ja minimal ab. Geben wir mal das Schwert bitte. Ich will gucken, ob es besser ist. Okay, nee, ist viel schlechter tatsächlich. Okay. Gut. Wo muss ich überhaupt hin? Scheinbar hier rüber. Lass mich raten. Cutscene? Cutscene! Ihr habt euch kein bisschen verändert, Hexer. Wieder taucht ihr aus dem Nichts auf, um Menschen zu töten. Was für Menschen? Ihr sprecht wie immer in Rätseln. Seht euch an, was von der Menschheit geblieben ist. Affenmenschen, verachtenswerte Kreaturen. Einige von ihnen sind meine Ururenkel. Das sind Menschen? Der weiße Frost hat die Menschheit ihrer feinen Roben beraubt. Alles, was bleibt, sind Bestien, die nur an Fressen und Fortpflanzung denken. In ihnen ist nichts menschlich. Aber das ist menschlich. Ihre niedrigsten Instinkte treiben sie an. Wie den Lynchmob, vor dem ihr mich gerettet habt. Ich bin euch dankbar. Nehmt mein Geschenk an. Was schenkst du mir denn, Mäuschen? Was hat sie uns ge... What the fuck? 5-mal Waldgolds. Gut. 5-mal Schwalbe hat sie uns auch geschenkt. Nice. Ich darf maximal 5 in der Leiste haben? Das ist ja Bullshit. Okay.
Hat sie mir noch was geschenkt? Bin mir nicht ganz sicher. Was ist das für ein Buch? Haben wir das schon gelesen? Ja. Okay. Aber ich mache mal eine ganz kurze Pause. So, da sind wir wieder. Und weiter geht's, würde ich sagen, ne? Gar nicht lang schnacken, würde ich sagen, sondern auf Fresse geben, ne? Ich halte übrigens nichts davon, dass das Menschen sein sollen. Das ist ja kompletter Bullshit. Triss ist zum Glück grün, das heißt, denke ich, dass sie nicht sterben kann. Hoffe ich. Was sind das für Zähne gewesen? Bestien fängt an. Achso, ja gut, solchen hat er schon. Keine Karte für diesen Ort, okay. Großmeister, hallo. Darf ich Ihnen auf Fress hauen? Bitte, bitte. Hallo, Freund. Ich mag es echt nicht, dass ich auf Fresse hauen darf, übrigens. Ihr seid also unseren degenerierten Urenkeln begegnet. Begreift ihr nun, warum ihr euch meinen Plänen nicht entgegenstellen dürft? Nee. Ihr schuldet mir noch immer eine Erklärung, inwiefern dieses Eis eure Verbrechen rechtfertigt. Nur ein unerschrocken umgesetzter Plan kann die Menschheit vor dem retten, was ich in meinen Visionen gesehen habe. Oh Gott, Junge. Habt ihr so viel Vertrauen in eure Tagträume? Ich habe nie um diese Visionen, diese Gabe gebeten. Aber ihr entscheidet darüber, wie ihr sie nutzt. Wie oft habt ihr betont, dass besondere Gaben für die gerechte Sache genutzt werden sollten? Ich habe die gerechteste Sache gewählt. Die Rettung von Millionen von Leben. Und dafür habt ihr hunderte andere beendet. Wie viele wollt ihr noch zum Tode verurteilen? Ihr wisst nichts von der kommenden Katastrophe. Die Seelen der Toten irren hier umher. Sagt ihnen, sie hatten kein Recht zu überleben. Oh Junge, warum bist du geistig einfach komplett kaputt? Ja, ich darf mich nicht durch die Vision... Also ich möchte mal kurz anmerken, der kann ja auch einfach nur auf Pilze sein, ne? Und dann hat er komische Visionen. So, der ist ja absolut dumm. So, wer weiß, was für gute... Ach, nicht die... Wer weiß, was für gute Drogen er nimmt, ne? Oh Gott. Ich finde es jetzt schon zum Kotzen, gegen die zu kämpfen. Weg mit dir. Elendes Mistvieh. Kann ich mit dir reden? Ich habe immer noch das Gefühl, dass Triss auch nur eine Täuschung ist, die uns umbringen wird. König der wilden Jagd. Hallo, mein Freund. Du bist keine Vision. Okay. Freund, ich habe ein bisschen was Stärkeres erwartet, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin ehrlich. Ich habe was Stärkeres erwartet. So, was passiert hier jetzt? Hab deinen Namen vergessen. Ihr habt sie getötet, obwohl sie unschuldig waren. Sie wollten nicht erfrieren und auch nicht als Geister weiterleben. Niemand ließ ihnen eine Wahl. Hätte ich mich etwa töten lassen sollen? Das passt nicht zu mir, Toroville. Keiner von uns wählte genau den Weg, dem wir folgen müssen. Oh Gott, ey. Wir alle treffen unser Leben lang Entscheidungen. Was würdet ihr über mein Schicksal sagen? Ich wollte Frieden, doch Krieg war mein Schicksal. Warum sind Elfen solche Fatalisten? Ihr hättet fliehen können, doch ihr habt den Kampf gewählt. Und ich wähle wieder den Kampf. Ich begleite euch, wenn auch nur einen Moment. Sehr nett, Toroville, danke. Schöne zwei Schwerter hast du, aber ich glaube, du magst mein Schwert auch ganz gerne. Ich meine, es ist ein elfisches Schwert, glaube ich. Auf jeden Fall hat es einen elfischen Namen, meiner Meinung nach. Mag Toroville. Ist zwar ein bisschen dumm, so ein Mädchen, aber immerhin stolz.
Immerhin dumm und stolz. Ich weiß gar nicht, hatten wir Toro wieder im Bett? Ja, ne? Kann ich hier... Moment. Ganz wichtig, einmal kurz gucken. Toro wie... Ja, okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir Triss brauchen. Weil sonderlich stark ist sie halt nicht. Sie macht halt auch die ganze Zeit gefühlt nichts, außer dass sie zwischendurch mal so ein bisschen zaubert. Und weg. Darf ich looten? Danke. Ich denke mal, wir müssen da hier unten, ne? Bestimmt. Streckt sich einfach nur ganz schön, muss ich sagen. Wir müssen nicht nach hier unten. Ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal auf dem Großmeister treffen, mache ich erstmal eine Pause. Beziehungsweise dann ist der Part zu Ende. Ich mache dann keine Pause. Ich will nämlich heute fertig machen. Speichere nochmal eben. Junge, bewegst du dich beschissen, ey. Hat das einen Namen, dass sie im Hintergrund so beschissen rendern? Oder wie auch immer? Wenn ich es wüsste, würde ich ja nicht fragen. Weil irgendwas scheint da ja ganz gehörig schief zu laufen. Gönn mir bitte deine Überreste, danke. Monsterfleisch. Ne, Bestienleber. Sehr schön. Da oben stand gerade irgendwas, was ich noch nicht kannte. Also wahrscheinlich kenne ich schon, aber Erscheinung der wilden Jagd. Hacken wir die mal klein. Oh Junge. Du bist doch schon tot, bevor ich dir einen Schlag versetze, oder? Ich revidiere übrigens, dass Triss schwach ist. Großmeister, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein und tschüss.